Wir haben ein ganz klares Integrationskapitel auch im Koalitionsvertrag drin. Das fängt von Sprache an bis hin zur Integration in den Arbeitsmarkt, haben auch Schwerpunkte nochmal in den einzelnen Häusern dort festgelegt. Es gibt ja auch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration. Wir haben die Herausforderung, dass wir viele, viele Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben, integrieren müssen. Denn wenn die Integration scheitert, haben wir Probleme und es entstehen Parallelgesellschaften, wie wir das in anderen europäischen Ländern sehen. Das können wir nicht wollen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Chance, dass wir durch eine erfolgreiche Integration nicht nur an der Demografie positiv etwas bewirken in unserem Land, sondern dass wir auch Themen bis hin zu Fachkräftebedarfen damit also auch lösen helfen können, ohne dass es alles Patentrezepte sind. Aber unterm Strich heißt das ganz konkret, es ist eine Anstrengung, es wird auch Geld kosten, aber es kann sich lohnen, wenn wir alle an einem Strang ziehen.